Guten Morgen und willkommen zum nächsten Punkt. Zum nächsten Punkt der F15 mit dem Highway Driver. Nächsten Punkt. Ja, zum nächsten Punkt. Dieses Mal werden wir einen Punkt holen. Einen Punkt, okay. Das, ja, musst du ja machen, muss ich ja nicht machen. Ist ja nicht, wir sind in einem Vergnügungspark. Kriegst du schon hin, ne? Ein Riesenrad, eine Achterbahn und. Und wir haben ja ein Riesenrad, eine Achterbahn. Das heutige Qualifying sollte jeden Augenblick beginnen. Ich weiß schon, was er sagen wird, falls da unten steht. Und diese wunderschönen Busse und Autos und alles schön, ja. Unterkünfte. Wunderschön. So. Ich hoffe mal für dich, dass dein Lenkrad eingestellt ist. Komm mal auf. Oh! Denn ich kann dir sagen. Oh, Wasser, na gut. Lasse die Kurve, ich lasse sie. Oh. Oh, alles in Ordnung. Ah, oh, nee, ich bin Automobil ist dazu gekommen. Hey, du bist auf 2. Ja, jetzt nicht mehr. Wieso musstest du sagen? Nein, ich verpasse nicht. Und es tröpfelt. Auch auf jeden Fall tut es mir leid für die scheiß Qualität von meines Mikros. Die Soundkarte ist eventuell ein bisschen am Arsch. Und falls ihr noch eine Soundkarte übrig habt, schreibt mir bitte. Oh Mann. Steven, ich kann dich gerade noch so sehen. Ach, bist du ja gar nicht mehr. Also, ich bin noch Erster, also... Alles sieht ziemlich weiß aus, aber naja, gut. Aus der Entfernung gar was zu erkennen. Was weiß das? Siehst du schon das Licht? Ah, jetzt ist es wieder kaputt. Also, eigentlich... sollte das auch die ganze Zeit ein Red Bull gewesen sein. Ja, du das war so weit weg. Hat war wahrscheinlich Infektion und so. Und oh, 2 Sekunden nur. Naja, jetzt hat's nicht das. Naja, die Mercedes haben auch 6 Zehntel kassiert. Naja, gut, 2 Sekunden. Ich meine, das ist ja fast nichts im Impfanschlag gestern. Nach dem Start bist du eben wieder an mit dran oder vorbei. Ja, träum weiter. Der Red Bull startet auch mit TK nicht so wirklich gut. Einer der spannendsten Strecken des diesjährigen Rennkalenders. Ach, du fährst wieder mit? Zum großen Preis von Japan. Hier sehen wir die Stadt. Aus der Hanadel hier raus wird das nichts mit mir. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, ich kann das einfach nicht. Ich brauche meinen Truck wieder zurück. Da kann ich voll rufen, da passiert nichts. Hamilton war Trainingsschneidster. Und Vettel ist kaputt gegangen und ich werde weggeschoben. Und ich muss Bottas vorbeilassen. Okay, alles wieder. Leicht zurück auf Renngeschwindigkeit. Jetzt hat man die noch in der Aufnahme gestört. Habe ich gemerkt. Den ganzen Tag. Lebst du eigentlich noch? Ich glaube, der Massa ist nicht vor die Finte gefahren. Ne? Es sollte nicht regnen, falls ich eine Stunde. Es sollte trocken bleiben. Ja, hätte ich jetzt überhaupt nicht die Möglichkeit. Und ich hab untersteuern. Wollen wir einen Club aufmachen? Hm. Ich hab Windschatten von einem Williams. Nicht von einem Force India. Das bringt mir bloß nichts. Ich bleib sogar dran. Ja, das auch. Ich bin sogar schneller als er. Das ist das Problem. Das waren glaube ich bloß 3 Oktaven gekünscht.
Und jetzt überholt er mich wieder. Nein. Keep fighting. Man kann ja, kann man jemand den Paris da wegnehmen? Na, ich komme nicht am Bottas vorbei. Oh. Aber der Paris aber sehr langsam. Nicht nah genug dran, mein Dive-Bomb. Oh, Racecraft hat glaube ich irgendwas. Ich hab auch was. Was Rotes im Rückspiegel. Ja. Und ich den Gemüsesalat. Weil ich mich frage, was das Schwarze im Gemüsesalat ist. So, jetzt bin ich nah dran. Oh. Oh. 130 R, ich komme! 60 Paris auch gerade. Ich hab ihn. Frage ist bloß für wie lange. Ich glaube, Vettel hat sich verbremst. Also irgendwie hatte ich gelbe Flaggen. Und der Raikön war es aber. Na gut, dann war's Kimi. Aber es war ein Ferrari, also wenn ich schon mal die Farben bin. So wie ich. So. Next, Mercedes. Das Gute für mich aktuell ist, dass Hamilton führt. Habe ich eigentlich irgendwann mal nach am Ende der Runde 1 in einem Rennen hier geführt, diese Saison? Warst du? Ja. Weiß ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal Kurve 1 als erstes verlassen habe. Monaco vielleicht? Ja stimmt, Monaco, da bin ich ja versehentlich mit Traktorkontrolle gestartet. Oh nein, Pizzaberg hat Hamilton überholt, warum habe ich das bloß gesagt? Oh nein, warum kann Rosberg nicht abgeschossen werden? Komm schon, Hamilton? Na komm. Ich kriege Primes beim nächsten Stop. Cool. Ich auch. Boah, wir haben so viel gemeinsam, lass uns einen Club aufmachen. Oh ja. Vor allem haben wir Untersteuern gemeinsam. Ja, wobei aktuell geht es. Ja, bei mir liegt es einfach nur daran, dass ich die Strecke nicht kann. Aber. Ich hab ja gesagt, du hättest nochmal üben sollen. Ich hab ja schon geübt. Ich glaube, ich sag auch bei jeder Strecke, dass ich es nicht kann. Nee, in Kanada kann ich mich nicht an diesen Satz erinnern. Ach, Kanada kann ich auch nicht. Das Gute ist, ich hole auch die Mercedes auf. Oder zumindest auf einen. Oh. Das ist in meinen Augen der Falsche. Aber weißt du jetzt eigentlich schon ein weiteres zu Vettel sein Elektronikproblem? Nö, kann, ich habe das nicht so verfolgt. Vorne auch auf YouTube und auf einmal sehe ich nur so, oh, was ist denn jetzt passiert? Und jo, habe ich mal reingeguckt. Ich weiß nicht mal, ob ich mir das Rennen komplett angucke, weil zur selben Zeit sind CGT Masters. Oder zumindest davor oder so. Ja. Ich weiß gar nicht, wann der Start ist. Ist das nicht 14 Uhr oder so? 14 Uhr, glaube ich. Ich glaube, der GT Masters ist 13 Uhr oder 13 Uhr 15. Okay, Mercedes, wo überhole ich euch? Ich bin schneller im Sektor 1.
Allerdings glaube ich nicht, dass ich so außenrum an einem Mercedes vorbeisegeln kann. Ich die ersten beiden Punkte mir verkacke, ne? Okay, Vettel hat sich Bottas in den SS geholt. Du bist in Sektor 1 schneller als dein Vordermann. Nutze diesen Vorteil, um ihn zu überholen. Ja, ich bin in Sektor 1 schneller. Was bringt mir das? Hey, gerade, was ist hier schlauer? Under oder Overcut? Reifen? Oh, sieht noch gut aus. Ich hab letztens mal so Araber gesehen. Der Araber. Und bei dem sind die Reifen ganz leicht gelb und er sagt, seine Reifen sind blau. Meine Reifen sind auch so zart gelb. Aber es läuft schon mal besser als die letzten Rennen bei dir. Und Hamilton greift Rosberg in 130R an. Und er ist vorbei. Sollte Motos, also ganz ehrlich, in der Anzeige sehen die Reifen ja ganz okay aus, aber also in der Optik her sehen die zum Kotzen aus. Hamilton ist in der Box. Ich hab DRS. Oh, hab den falschen Knopf gedrückt. Hab's deswegen nicht angemacht. Zu viel F114 gespielt, da war es noch der andere Knopf. Warum sie das auch umlegen mussten, weiß ich nicht. So, Vizeberg. You versus me. In der WM. Du kannst gerne noch Runde 6 reinkommen, ich versuche noch Runde 7. Also, eigentlich müssen wir ja in verschiedenen Runden, denn selbst bei dem Abstand... Ja, ja. Ist klar, aber ich würde auch in Runde 7 kommen, wenn du in Runde 6 willst. Ich weiß nicht, die Reifen sind eigentlich noch in Ordnung. Hängt zwar nur hinter Vizeberg. Ich weiß es nicht. Ach, ich komm mal in Runde 6. Dann kannst du 7, wenn du möchtest. Okay. Das Heck will weg. Wo willst du denn hin? In die andere Richtung, wo... Obwohl eigentlich, sag mal ganz kurz, es will nach außen. Nach außen? Aha. Okay, Vizeberg und ich kommen in der gleichen Runde. Und er hat leider die Box, er hat leider die erste Box, dementsprechend werde ich ihn wohl nicht kriegen. Naja, holt mich sogar, er hält mich sogar noch auf. Kimi kommt in die... Kimi? Wer ist denn da vor dir? Vor mir ist niemand. Auf der Karte schon, da ist jemand gerade durch das letzte S-Stück gefahren. Und Hamilton hat mich wieder. Er ist jetzt... Nee, das lasse ich mir hier nicht gefallen, Hamilton. Boah, du dir aber auch nicht, wie, so wie es aussieht. Ich hatte gerade einen Leck, ne? Und mein Lenkrad hatte auch einen Leck, das war unangenehm. Okay, gute Nachricht, ich bin vorbei an Hamilton. Auch wenn er nicht so wirklich wollte. Er will sich schon überholen lassen, ne? Überrundet er? Der will sich eigentlich auch nicht überholen lassen. Doch, weil er sonst Zeit verliert. Ja gut, trotzdem möchte ich das nicht so gerne. Ich habe mir vorhin übrigens mal das Detroit dran angeguckt, in der IGP. Das welches? Detroit. Detroit, ist doch noch gar nicht da. Es ist schon hochgeladen, aber es kommt halt erst übermorgen oder irgendwie später. Ist das schon wieder Assi. Und jetzt hole ich ihn mir in 130R. Und schwuppdiwupp und au revoir. Ich habe jemanden vor 130R überholt. Boah, ey, fühlt sich das gut an. Ich habe mich gerade gefragt, warum da eine 2 oben steht. Tja,
Muss halt noch in die Box. Wir haben etwa 50% des Magazins übrig. Noch 50%. 7 Runden sind um und ich habe noch 50%, also theoretisch. Balken. Ich glaube, es hat mir tatsächlich sogar etwas gebracht. Das ist doch gut. Ich glaube, Rosberg hat jetzt wieder den Motor ein bisschen höher eingestellt, weil er sich das wohl doch nicht gefallen lassen will, was ich damit 730R gemacht habe. Und Hamilton hat ihn überholt. Oh Gott, ich habe nichts. Was soll das denn? Nö. Na toll. Jetzt habe ich alles, was ich rausgeholt habe, wieder weggeworfen in den Netz. Na gut, ich glaube, Raikön hättest du, glaube ich, so nicht mehr ganz gefällt. Also, versuch einfach Platz 6. 7. Okay, 7. Zu retten. Was ist denn da noch alles zwischen? Also, beide Ferraris, beide Williams und die Mercedes. Und du. Ja, stimmt. Ja. Die Mercedes waren nur gerade eben nicht. Oh nein, jetzt sind sie in der S-Fenster. Sind die Reifkacke. Wie kommst du nur da drauf? Oh, 39,3 mit frischen Reifen. Ja, also... GG Codemasters. Das war im 14er nicht so schlimm. Na gut, also 39,6 noch meine Bestzeit auf weichen Reifen. Ne, meine Bestzeit war eine 37,8. Also die weichen, die harten Reifen sind zwar normalerweise nicht so gut, aber trotzdem das zu übertrieben. Ja, viel zu weg hat Hamilton wieder. Ich will den Motor nicht aufdrehen. Denn das wird nur unnötig dazu, dass ich meine Räder durchdrehen lasse. Das hat sich ja sehr wild angehört. Hm? Was? Musstest du gerade reizfertig gegenlenken? Nein. Ich bin gerade ganz normal gefahren. Vielleicht ein bisschen mehr Körper oder sonst. Hat sich ein bisschen wilder angehört. So. So muss ich Kette gefühlt haben, so Red Bull ist halt. Wir sind jetzt bei 40%. Benzin 40%. Ja. Aber ich glaube, rechnerisch ist es leider nicht mehr möglich, die Siege vom Vorjahr zu toppen. Also die Anzahl der Siege. Ich bin gerade auf PB-Kurs, ne? Und ich sehe da vorne ein Auto. Sieht nach einem Lichtmänner aus. Es ist Hülkenberg. Mensch, Herr Hülki. Um? Ein paar Tausendstel. Aber immerhin, ich war auch nur 38,5, also immerhin noch 39er Zeit. Fahren kannst, dann ist es ja besser als auf den Weichen. Ja. Das Verhältnis. Also irgendwie nehme ich gerade in jeder Kurve ein bisschen Rasen mit. Habe ich gesehen in der einen Kurve. Wie willst du das denn bitte schön noch sehen? Ja, die Spuren, ich bin ja auch drüber gefahren. Mensch, Herr Hülkenberg, ich habe ihn in den S's habe ich noch sein Namensschildchen gesehen. Mittlerweile sehe ich das gar nicht mehr. Ich hole mal jetzt halt echt nur im ersten Sektor und danach. Den Rest der Runde versuche ich irgendwie den Abstand einigermaßen zu halten. Und auch ist das normal.
38,9 fahre ich jetzt. Die Mercedes waren ähnliches. Hülkenberg war in der Runde gefühlt schneller. Ja, vielleicht hat er frische Reifen. Frische Weiche. Frische Weiche, Wolter. So, dann würde ich mal GZ sagen. Und die Mercedes prügeln sich wieder mal ein bisschen. Könnt ihr euch nicht mal vielleicht ein bisschen abschießen? Wäre das vielleicht möglich? Am besten fliegt Rosberg weg. Das wäre recht nice. Ja. Na gut, der Abstand ist von 2,0 auf 4,4 angewachsen. Ja, er ist auf Weichen. Vizeberg ist immer noch vorne. Oh Mann, wer hat denn das 100 Meter Schilder umgefahren? Das könnten die Mercedes gewesen sein, die sind gerade nebeneinander, da glaube ich, der andere. Die Moral von der Geschichte, verlasse dich auf Bremsschilder nicht. Nico! Die erste fährt in Sektor 1 mal rechts ran. Auch wenn du den Rest der Runde schneller kannst. Und der ist nicht verfügbar, aber ich fahre 38,4. Nee, ey, was der auf der Geraden da rausfährt, das ist unglaublich. Das ist so, als würde ich hier mit was fahren hier mit dem Trabi. Oh Gott, das ist eine Sekunde schneller als ich. So, Hülki. Mir kümmert das gar nicht, dass ich hinter ihm bin. Der gibt mir eher noch Bottas Dirty Air. Bottas soll wohl angeblich so Rundenzeiten fahren wie du. Oh, Hülkenberg. Alter. Das hat mich an Kanada Saison 1 letzte Runde erinnert. Da bremst er einfach in diesem kleinen Rechtsknick zur Haarnadel. Der Kleine. Ich weiß, dass du schneller verkehren kannst. Wehe, der greift mir jetzt in 130 R an. Der hat den... Der größte Fahrer im Kalender, du nennst ihn den Kleinen. Na und? Weißt du, was ich jetzt schon sehe, was auf der Station passiert? Ja, und es passiert mir gerade. Und parkt es an auf den Apex. Ja, jetzt habe ich sogar mal eine Verwarnung gekriegt für Track Extending, aber was soll's, ich muss dem Auto ausweichen. So, ist Mittelsektor muss ich... Persönliche Bestzeit! Oha. So, jetzt bin ich hoffentlich los. Hamilton ist vor Rosberg, das ist sehr gut. Nein, Sirius Hülkenberg. Bau dir den hässlichen Mercedes-Motor aus. Und bitte sag mir jetzt nicht, dass der mich jetzt... Lass ihn doch einfach vorbeifahren, das ist letzte Runde. Er hat... Oh, ich glaube, ich habe ihn erwischt. Die Strecke ist frei. Gut, er hat sich an mir angelehnt und er hat gesehen, was passiert. So, Le Victoire Semois.
Oh, Bottas und so weiter sind gerade durch und durch gefahren. Den habe ich richtig schön abgeschlossen. Ja, dieses Rennen gibt es leider keine extra Runde im Tyre Driver. Aber hier sehen wir ihn einmal durch die letzte Schikane fahren. Zeig den Fans, wie stolz du bist. Oh, das war jetzt die erste 1,40er auf den harten Reifen. Ich habe Hülkenberg wenigstens nochmal torpediert und Hamilton ist Zweiter aus der Zeit. So. Ich habe eine Position gewonnen. Und der heutige Sieger heißt Danny Quert. Was also, für eine so, außerordentliche ich Leistung die beste Zeit des jungen Reifen gefahren bin, ne? Jo, mal sehen, was ist Bottas gefahren? Na, 30,5, na gut, das bin ich auch ungefähr gefahren. Na gut, dann muss ich jetzt einmal noch ganz unten scrollen, damit ich das nachher eintragen kann. So, Sainz ist ausgefallen, Verstappen hat eine Strafe, Hülkenberg hat keine. Und dann würde ich mal sagen, bedanken uns fürs Zuschauen. Ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt und schickt mir eine Soundkarte, falls ihr noch eine habt. Und dann würde ich sagen, ciao. Ciao.